Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass der Ingo Schnieders von Five Draco sich bereit erklärt hat, uns Guacamole bei sich im Unternehmen vorzustellen und zu zeigen, was Five Draco momentan mit Guacamole macht und was auch Gründe waren. Hallo Ingo. Hallo Birgit, ja, ebenfalls besten Dank. Ja, wir von Five Draco haben halt überlegt, wie man in der jetzigen Situation die Anwender draußen im Homeoffice noch etwas besser unterstützen kann. Und da gab es eben die Idee, als das hier aufkam, ja, wir könnten auch noch weiter, sag ich mal, Remote-PCs unterstützen, dass wir auch diese Integration des Guacamole-Servers in der E-Groupware uns mal anschauen und dann auch nutzen. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass uns allmählich die Hardware ausgeht an Notebooks und so weiter. Wir wollten es eigentlich am Anfang bewusst vermeiden, auch private Notebooks über VPN zum Beispiel hier in unser Netzwerk zu integrieren und damit den Zugriff zu ermöglichen. Und über diesen Weg, über den Guacamole-Weg, in dem also nur in Anführungsstrichen die Desktops jetzt nach außen gespiegelt werden und eigentlich keine direkte Netzwerkverbindung sozusagen besteht, ist es natürlich trotzdem möglich. Und das Wichtigste dabei ist, es ist auch sehr performant möglich. Ich würde jetzt gerade mal in dieser Ansicht hier einsteigen. Und zwar sieht man hier die eingerichteten Verbindungen. Wir haben es aktuell so gemacht, dass im Grunde ein PC auch genau dem User zugeordnet ist, der normalerweise auch davor sitzt. Und wenn man jetzt hier mal in die Konfiguration so ein bisschen reinschaut, wie es eingerichtet ist, wir haben also im Wesentlichen Windows 7 und Windows 10 PCs hier im Einsatz und die wesentlichen Konfigurationen sind hier auf der ersten Seite zusammengefasst, dass wir also das RDP-Protokoll verwenden, ein bisschen was an der Farbtiefe justiert haben, damit haben wir ein bisschen experimentiert und wir haben auch so ein paar Geschichten, was Schriftglättung und so weiter angeht, haben wir drin gelassen. Das macht es also nochmal deutlich schärfer tatsächlich im Schriftbild, wenn man dann von zu Hause über den Rechner da drauf guckt. Und wie ich gerade eingangs sagte, wir haben einen User immer zugeordnet, also eine Verbindung einem User zugeordnet. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ganz kurz nochmal, dann hätten wir an der Stelle jetzt auch einen Benutzernamen und ein Passwort schon vorgeben können, ist jetzt aber explizit auch aus Sicherheitsgründen nicht gemacht. Sprich, da genau. Muss derjenige, der sich dann an dem Windows-Rechner anmeldet, auch nochmal seinen Benutzernamen und Passwort mit angeben. Ja, das wollten wir bewusst so haben jetzt in dem Fall auch. Ja. Alles klar, danke. Ja, dann geh doch mal zu Guacamole selber rüber. Genau, dann wechsle ich mal in die Ansicht. Jetzt sieht man hier nochmal die Verbindungen, die bestehen. Als Administrator-User habe ich jetzt die Sicht, sagen wir mal, auf alle möglichen Verbindungen. Der Anwender hinterher sieht dann in dem Fall nur seinen eigenen Rechner, weil er eben nur das Recht hat, da drauf zu gehen. In diesem Fall wähle ich jetzt mal den Rechner von dem Kollegen hier bei uns und baue die Verbindung auf und bin natürlich dann auch prompt hier vorne auf der Anmeldung und da muss ich jetzt mit dem User-Kennwort, was ich jetzt gerade nochmal eben mich hier anmelden muss und also so, als würde der Anwender gerade seinen Arbeitsplatz und sich auf seinem Stuhl niederlassen und wird sich anmelden hier im Büro. Bedeutet natürlich auch, dass die PCs in den Büros eingeschaltet sein müssen. Ist logisch, ansonsten kann man natürlich hier keine Verbindung aufbauen. Wir haben es jetzt organisatorisch so geregelt, dass entweder der Kollege, der als erstes da ist, tatsächlich auch den Rechner anmacht und dafür sorgt. Oder, ich sag mal, wenn die Kollegen nicht genau wissen, wie lange sie jetzt arbeiten müssen, dann können sie selber entscheiden, ob sie den PC runterfahren am Ende des Tages oder ob sie nur auf Abmelden gehen und der PC dann anbleibt. Man hat da natürlich einen geringfügig höheren Stromverbrauch, aber ich glaube, in der aktuellen Situation ist das vernachlässigbar und das funktioniert. Und sollte ein Kollege mal am Wochenende da drauf müssen, hat er natürlich auch die Möglichkeit, hier drauf zu kommen. Das, was man jetzt sieht, ist das Verhalten, was der PC normalerweise natürlich auch hat, wenn der User davor sitzt. Das heißt, wir arbeiten hier mit Roaming Profiles unter Windows und dann dauert es einfach ein paar Sekunden,
Ja, bis der Desktop da ist und wie sich jetzt zu Anfang auch diverse Programme hier im Autostart zeigen. Wir haben das so eingestellt, dass die Applikationen auch so durchgereicht werden von der Auflösung her. Also wenn der Kollege eine Full-HD-Auflösung hat auf dem Desktop, dann wird hier auch Full-HD durchgereicht nach außen. Das heißt also mit, ich sag mal, normalen Laptops, die auch eine gute Auflösung bieten von Full-HD, kann man hier dann wirklich sehr gut drauf arbeiten. Und das war uns eigentlich auch wichtig, dass das ja so aussieht, als würde der Kollege da vorsitzen. Insbesondere bei einigen Anwendungen braucht man natürlich auch die volle Auflösung und die volle Höhe. Ich werde jetzt noch mal kurz, um das hier zu demonstrieren, in unser ERP-System wechseln, wo man das auch noch mal sehr schön sieht, was jetzt eigentlich der Vorteil ist. Nämlich, der Vorteil ist, ich zünde die Applikation auf dem lokalen PC und habe die volle Performance, die ich auch eben von dem PC gewohnt bin und eigentlich auch erwarte. Die Live-Berichte, die ich jetzt gerade heute am Dienstag nochmal bekommen habe von zwei Kollegen, die jetzt gerade da zu Hause mit arbeiten, ist wirklich, dass das Verhalten beinahe wirklich so sauber und so gut funktioniert, als würden die hier davor sitzen. Jetzt ist hier unsere Live-Demo natürlich, ja, die läuft hier im lokalen Netzwerk ab. Da könnte man ja sagen, ja, das ist aber über außen und so weiter, ist das ja nochmal beschränkt und Leitungsqualität und so weiter. Aber das ist natürlich das, was man grundsätzlich über VPN auch hätte. Also eine vernünftige Leitung muss es natürlich geben auf beiden Seiten. Aber ansonsten ist hier die Performance, ja, die ist super. Und ich sag mal, sowas könnte man natürlich auch nochmal auf einem Terminal-Server laufen lassen. Haben wir am Anfang auch gemacht. Aber wenn es dann zum Beispiel dahin geht, Daten zu exportieren und so weiter, den anderen Kollegen zur Verfügung stellen oder mal eben per E-Mail was rüber zu schicken, dann ist Terminal Server natürlich schon wieder schnell am Ende, weil ich nicht sämtliche Applikationen auf dem Terminal Server Profil zur Verfügung habe. Und deswegen ist das für uns der große Vorteil. Wir haben alle Applikationen zur Verfügung, die der User braucht. Eine Rückmeldung habe ich jetzt heute noch bekommen von einer Kollegin, die bei uns im Personalwesen arbeitet. Da ist natürlich dann noch speziellere Software wieder im Einsatz, zum Beispiel Zeiterfassungssysteme und so weiter. Die kann ich gar nicht auf dem Terminal Server ausrollen und installieren. Und die sind wirklich glücklich und zufrieden, dass sie jetzt so mit dieser Performance von zu Hause da arbeiten können. Was passiert jetzt hier, wenn man mal zuschaut? Wir haben jetzt hier im Grunde, ich sag mal, diese Session offen. Im Hintergrund sind gerade noch live tatsächlich zwei weitere Kollegen von außen drauf, über den Guacamole. Und der Guacamole-Server läuft bei uns auf demselben Server, wie auch die E-Groupware läuft. Und man sieht hier, der Server selber, ich sag mal, das ist jetzt auch eine virtuelle Linux-Maschine, die man hier sieht, mit vier virtuellen CPUs und 16 GB RAM. Der hat jetzt in diesem Moment nicht wirklich was zu tun, wenn er hier ganz normal mit Mausklicks jetzt hier, sag ich mal, ja, bewegt wird. Wenn wir jetzt natürlich mal versuchen, hier ein YouTube-Video zu starten, wo also dann mehr, sag ich mal, Streaming-Informationen auch drüber gehen, dann erkennt man relativ schnell, wenn denn hier die Werbung auch mal schön durchgelaufen ist, was man hier wunderbar alles sieht. Ja, aber was ich zeigen wollte ist, jetzt geht im Grunde natürlich auch die Last auf dem Guacamole-Server etwas hoch. Warum? Weil jetzt natürlich der Guacamole hier in dem HD-Video reichlich zu tun hat, das ins HTML5 zu streamen. Und jetzt sieht man hier oben, der oberste Prozess, der geht ja schon mal ein bisschen hoch in der Prozessorlast. Aber ich sag mal, das ist natürlich nicht das typische User-Verhalten, sondern ich sag mal, die Leute sollen ja nicht Video gucken, sondern die sollen ihre Standard-Applikationen hier benutzen. Und wie gesagt, ich habe noch
keine Erfahrung mit vielen Usern da drauf, wobei man dazu sagen muss, wir haben vielleicht maximal 20, 25 User draußen im VPN oder so. Ja, das ist jetzt auch noch nicht so ein umfänglicher User-Pool, den wir da draußen haben, im Gegensatz zu Konzernen. Aber man sieht, das funktioniert und es funktioniert sogar so gut, dass die Leute lieber über diesen Weg arbeiten als über den VPN-Anschluss. Ich würde gerade sagen, das ist doch ein sehr, sehr positives Feedback und man hat jetzt auch deutlich gesehen, sobald das Video ausgeschaltet ist, taucht GUAC-CD quasi fast nicht mehr in den Tops auf. Also ich denke mal, der könnte auch eine ganze Menge mehr vertragen von gleichzeitigen Anmeldungen von den Benutzern als jetzt mit den 2 oder 3, die wir da drauf sehen. Genau, die einzige Hürde, die wir noch hatten, wir mussten natürlich auch, um das zu installieren und in Betrieb zu nehmen, auch die eGroupware nach draußen ins Internet freigeben über unsere Firewall. Das war erstmal eine grundsätzliche Überlegung, wollen wir das tun, wollen wir das nicht tun. Mit der 2-Phasen-Authentifizierung, die wir jetzt auch in Betrieb genommen haben, haben wir da eigentlich keinerlei Sicherheitsbedenken mehr und die Leute benutzen das auch, die Leute stellen auch für diese Sachen auch ihr privates Smartphone auch zur Verfügung. Da war die Hürde jetzt nicht so groß, dass man diese 2-Faktor-Authentifizierung dann da in Betrieb nehmen konnte. Also auch das hat funktioniert. Da sind die User auch ja gerade zu der aktuellen Situation auch gerne bereit, da einen Teil beizusteuern. Oder auch natürlich zu Hause auch teilweise die eigene Hardware dann dazu beizusteuern, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Aber ja, der nächste Schritt wird jetzt noch sein, dass wir einige Chromebooks auch zum Einsatz bringen. Die werden wir jetzt anschaffen. Und auch damit ist es hier über den Chrome-Browser sehr performant möglich. Und das ist die Hardware, die wir dann zukünftig den Anwendern mit rausgeben werden, die dann nur über WLAN und Chrome sich über diesen Weg und Guacamole hier bei uns aufschalten und dann auch arbeiten können. Ja, ich glaube, dass sich das Verhalten, was Homeoffice angeht, auch gerade nach Corona schon deutlich noch verändern wird, dass einfach viel mehr Leute auch in Zukunft nutzen, dass ja Arbeiten von zu Hause aus möglich ist und man damit einfach mit Guacamole das halt auch einen Weg geschaffen hat, wie Ingo eben ja schon gesagt hatte, gerade Personalabteilungen, die einfach auch viele vertrauliche Datenzugriff hat, die will man natürlich auch nicht auf einem lokalen Laptop haben. Also auch selbst wenn es ein Firmenlaptop ist, ist es natürlich was ganz anderes, wenn der mit nach draußen geht, wo er ja in ganz anderen Zugriffen als im Office vom Unternehmen selber mit ganz anderem Zugriffsschutz die personenbezogenen Daten, die ganzen vertraulichen Daten da drauf hat. Ja. Ja, super. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal. Hast du noch was, was du weiter zeigen möchtest? Oder nö, ich glaube, das waren die wesentlichen Sachen. Und das waren erstmal so die ersten Erfahrungen, die ersten Gehversuche, die wir gemacht haben. Nach den Tests, wie gesagt, sind jetzt schon einige Anwender draußen live. Und wir werden es nach und nach, denke ich, auch mehr nutzen. Also bisher waren bei uns Laptops und so weiter eher auch für die typischen Außendiensttätigkeiten und so weiter vorgesehen. Also dann, wenn die Leute bewusst auch Daten mitnehmen sollen für Präsentationen oder Ähnliches. Und jetzt ist es eben damit möglich, ja, Arbeitsplätze rauszubringen, ohne dass ich wirklich Daten nach draußen bringen muss. Und das macht es deutlich einfacher. Und auch die Konfiguration ist für uns in der IT deutlich einfacher. Einen einfachen Arbeitsplatz oder zu Hause den Zugang zur Verfügung zu stellen, als ein komplettes Notebook auszustatten, noch mit Verschlüsselung und all diesen Methoden dahinter, das ist meistens deutlich aufwendiger. Ja, nee, würde ich jetzt auch absolut so sehen und unterschreiben. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man halt auch über das Guacamole wirklich auf dem Büroarbeitsplatz bleibt. Es kommen keine Daten, auch wenn ich etwas herunterlade oder ausdrucke. Ich bin halt in meinem Firmennetzwerk drin und ich bin in keinster Weise und zu keinem Zeitpunkt irgendwo mal außerhalb. Ja. Ja, super. Dann danke ich dir, Ingo, und würde die Aufzeichnung hiermit beenden.